Nach Berichten der Süddeutschen Zeitung versucht die Bundeswehrführung zurzeit mit der umfangreichen Anweisung an die einzelnen Kasernenstandorte eine längst fällige Säuberung von Gegenständen und dem Geist der alten Wehrmacht zu vertuschen. Eine Bereinigung von allen Überbleibseln der hitlerischen Wehrmacht hätte eigentlich schon mit der Aufstellung der Bundeswehr in den 50er Jahren erfolgen müssen. Dass alle bisherigen Verteidigungsminister und die führenden Generalität es bisher unterlassen haben, Bilder, Andenken, Liedgut und sogar Uniformen und Waffen von damals zur Schau zu stellen, versuchen sie nun mit überstürzten Anweisungen, die aber nicht an die Öffentlichkeit dringen sollen, nachzuholen. Dadurch, dass die Bundeswehr von alten Wehrmachtsgenerälen mit aufgebaut wurde und auch unter Kanzler Adenauer es nicht gewollt war, sich von der ganzen belasteten Wehrmacht zu trennen, musste es zwangsläufig zu einer sogenannten Traditionspflege in den Kasernen kommen. So haben auch die nachfolgenden Generationen von Soldaten und Offizieren nicht eindeutig gelernt, vom alten Geist der Wehrmacht zu lösen. Anscheinend ist er bis heute in der Bundeswehr lebendig. Es ist eine dringende Aufgabe unserer ganzen demokratischen Gemeinwesen in der BRD, eine Parlamentarmee auf die wichtigen Vorgaben unserer Verfassung und den Geist der heutigen Demokratie zu verpflichten.